Jesus war 0G. Und wenn Jesus das kann, dann können wir es doch auch, oder? Also wo ist das Problem? Warum brauchen wir Gs? Stimmt. Obwohl eigentlich war schon 3G, nämlich... Was geht ab, ihr willkommen zu einer unfassbar geilen neuen Folge von Community Beichten. Wir starten direkt los. Was ist die erste Beichte? Hock dich mal hin, du Arschloch. Nee, ich mach's heute im Stehen, ist besser. Du hockst dich jetzt hier. Nein, ich mach's hier. Hock dich jetzt hin. Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Beichten zu schreiben. Natürlich lese ich die wie immer und komplett anonym vor. Was trotzdem wichtig ist zu erwähnen, ist, dass ihr trotzdem mir folgen sollt. Also hier ist mein Instagram-Account und beim nächsten Mal mache ich es auch wieder, aber dieses Mal muss man ganz klar sagen, habe ich es einfach eiskalt vergessen. Habe ich jetzt auch keinen Geschiss dabei, so ist es nicht. Kann auch echt gute Sachen. Ja, ihr habt es sehr gut gemacht, Freunde, und deswegen gucken wir jetzt direkt mal rein. Erste Beichte. Ich gestehe, dass ich einen Bauchnabelfetisch habe. Wäre toll, wenn das anonym bleiben würde. Kannst du einen Bauchnabelfetisch nachvollziehen? Was genau ist also ein Bauchnabelfetisch? Dass man da reinbumst. Entweder, dass man gerne reingefasst wird oder dass man gerne reinfassen möchte. Also ich fasse gerne im Bauchnabel rein. Das muss ich schon sagen. Ich habe jetzt keinen Fetisch oder sowas, aber ich finde es eigentlich irgendwie ganz cool. So lustig. Aber auch als Vorspiel oder? Nee, einfach so. Also jetzt nichts Sexuelles in dem Sinne. Sondern ich kann sagen, so lustig. Mein Bauchnabel darf nicht anfassen, weil ich finde das ein ganz fieses Gefühl. Ja. Tut sogar ein bisschen weh, finde ich. Weh? Mhm. Ja, ich finde meinen okay. Ich kann meinen sehr gut anfassen. Ich kannte mal einen, der konnte seinen Bauchnabel nach außen stülpen. Das sah total weird aus. Also ich habe es ja reingedrückt. Ich bin so, lol, Alter, das geht das, nennt man Nabelbruch schon. Okay. Ich kannte mal einen, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte und der kannte einen und der kannte einen und der kannte einen, der einen kannte und der kannte den Bruder des einen. Und der hat dir Gras verkauft. Genau. Scheißbrot. Nächste Beichte. Ich habe auf Versehen meine Schildkröte geschwängert. Keine Ahnung. Wenn es ernst gemeint ist, dann hat er ja quasi zwei Schildkröten zusammengebracht und die eine Schildkröte hat die andere geschwängert. Ja, warum? Wenn es nicht ernst gemeint ist, dann ja, okay, dann halt weiter. Ne? Aber unsere Schildkröten aussortiert, haben auch gebumst. Ja, haben gebumst. Haben die Eier gelegt? Vor allem der. Haben da kleine Babyschildkröten raus? Nee, die haben wir nicht durchgebracht, die Eier. Nächstes! Och, das ist voll traurig. Ich habe meinem besten Freund gesagt, dass ich auf ihn stehe. Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Männlich oder weiblich? Ich glaube, sie war weiblich. Also sie war weiblich, hat ihrem besten Freund gestanden, sie steht auf dich und er ist so... 10 oder 12 Jahre alt. Ich würde sagen 13, 14 so. Also ich finde, wenn man das Erwachsen regeln will, dann kann man natürlich auch mal sagen, also entweder es beruht auf Gegenseitigkeit, dann ist es natürlich super. Wenn es nicht auf Gegenseitigkeit beruht, dann muss man natürlich damit auch mal klarkommen, dass man dann sagt, okay, dann schauen wir mal, dass wir mal ein paar Monate vielleicht den Kontakt reduzieren, weil ich kann die Gefühle leider nicht erwidern und das wäre problematisch und dementsprechend müssen wir jetzt schauen, dass wir dich wieder irgendwie entwöhnen oder so. Das wäre schon schön, wenn die Freundschaft irgendwie retten könnte. Das wäre ja, ja, schade. Ich habe immer solche Downer, Mann. Dann ist das gut, ist das gut. Nächste Beichte. Ich habe vom Suff etwas Falsches gegessen und dann beim Saufen in eine Einfahrt gekackt. Das ist wild, gell? Ach, stell dir mal vor, du bist echt so betrunken, merkst du, Scheiße, ich muss jetzt einfach kacken, ich muss jetzt, bist so, ja, geht schon mal vor, ja, und dann bist du Hose runter, ab in die Einfahrt, boah, ich geht, Alter. Vor allem diese Leute, die dann da wohnen, kommen am nächsten Tag raus und denken sich, hä, wen haben wir denn, wem haben wir was getan, warum scheißen die mir vor die Haustür? Also, das, ich kann dieses Benehmen leider nicht tolerieren, Freunde, Nächste Beichte! Yoshi ist mir aber ein bisschen zu aufgedreht bei den Folgen. Er muss auch wieder ruhiger werden. Nein, eigentlich nicht, gell? Nächste Beichte! Ich habe in der Grundschule immer laut auf dem Klo gesungen, wenn ich lange kacken war. War schön, Smiley. Ja, einfach jetzt auf jede Beichte selbe Reaktion so. Ja, keine Ahnung, was er also macht in der Grundschule. Hä? Wie alt ist man da? 6 bis 10, ne? In der Grundschule. Je nachdem, wo du bist. Manche haben doch auch 6 Jahre Grundschule sogar, gell? Manche Bundesländer sogar. Ja, stimmt, in Berlin zum Beispiel. Finde ich gar nicht schlecht sogar, dass man länger zusammenbleibt, weil, also eigentlich müsste man sogar noch länger durchziehen. Wie ein amerikanisches System, dass man wirklich zusammenbleibt. Weil ich finde, in einem Alter kann man noch nicht sagen, ach doch. Nein. Doch, absolut. Ich finde, dieses Realschulsystem ist und Gymnasium, das ist so schwierig, wenn man so in jungen Jahren schon aussortiert. Nein. Mein Gott. Seid ihr eure scheiß Kinder, verhätschelt die nicht so. Die müssen Leistung bringen. Tun sie ja nicht, die Eltern zwingen. Denkst du, hätte ich eine Akademikerfamilie, hätte ich deinen Dad gehabt, dann wäre ich Hauptschüler geblieben? Sie ja nicht. Wenn du meinen Dad gehabt hättest, dann wärst du, wenn du weichgeschlagen worden wahrscheinlich. Eben, dann wäre ich studiert, aber sowas von. Dass man sehen können, wie schnell ich studiert hätte. Das kam jetzt, glaube ich, falsch raus. Ich bin natürlich nicht windelweichgeschlagen worden, Freunde. Du hast ja keine Missverständnisse gehabt. Nächste Mal. Hast du jetzt hier eine Kuchentipp-Aktion oder was? Ich hab so, hä? Wie konnte das sein, dass es keiner gecheckt hat, dass es fake ist? Ich musste richtig lachen bei dem Video. Und wir haben alle gesagt, es ist echt, Thomas, hör auf mit dem Scheiß. So, hör auf, Opfer. Hättest du mich mal gefragt? Ja, hätte ich. Ich
hätte dir sofort, nach 5 Sekunden hätte ich dir gesagt, dass du glaubst sogar, dass das Apecrime Drogenbesteck am Rhein gefunden hat. Mann, da war ich 16 Jahre alt. Quatsch, warst du nicht, du warst mindestens 20 schon. Ist nicht so. Du glaubst jeden Scheiß, wenn es ein Idol ist. Die haben das vor, wann habe ich es gemacht, vor 6 Jahren, war ich... Wie alt bin ich? Wie alt bist du denn? 26 wahrscheinlich, also warst du 20 locker. Nein, ich bin nicht 26. Wie alt bist du denn? Bist du 6 Jahre jünger wie ich? 24. Ich bin 31, dann bist du 25. Dann bin ich 25. Weißt du nicht, wie alt du bist? Was ist los mit dir? Ich hab doch keine Sau, wie alt ich bin. Bist du nicht 98 geboren? Nee, 96, das weiß ich. 96 bin ich geboren. Bist du doch 26 jetzt, oder? Wir sind 2021. Mein Gott, ist doch scheißegal, du bist einfach alt wie Sau. Nächste Ball! Ich bin nicht 26. Bist du nicht? Ich bin 25. Sicher? Ja. Du bist 26 geworden, oder nicht, im September? Nee. Nein? Ich bin 25 geworden. Jetzt bringst du mich gerade voll in die... Doch, du hast recht, weil ich bin 31, 6 Jahre älter als du. Ja, ja. Nächste Beichte. Ich beichte, dass ich einen Crush auf Maxify habe. Hier habe ich auch. Nächste Beichte. Das ist der immer seine Onesies anhat. Ja, genau, das ist die Onesies. Der ist schon süß hier. Kenn nicht. Deutsches YouTube kenne ich nicht mehr, ist alles langweilig. Schrecklich, ja. Schaut mal britisches YouTube. Sidemen, geil. Nee. Doch, Sidemen nee. Sundays. Blockbuster Entertainment, jeden Sonntag. Die sind nur lustig, weil sie Englisch sprechen. Hä? Nächste Beichte. Ich wurde mal von einem Hahn angegriffen, bin weggelaufen und gegen einen Baum gerannt. Ein Hahn kann für sehr, sehr gruselig sein. Die können echt Power haben. Im Wildpark Poing gibt's doch diese Truthähne, ne? Oh, ja, ja. Da bin ich als Kind früher immer mit denen irgendwie in Konflikt geraten und dann sind die mir dahergelaufen und ich bin zu meiner Mama. Ja, sind viele Vogelfiecher so aggressiv. So ja. Schwäne zum Beispiel. Sind crazy. Die Enten im englischen Garten. So ein Schwan kann sich's aber auch leisten. Der wiegt mehr als du. Okay, und die letzte Beichte. Bin wieder traurig, Leute. Das war's schon. Ja, das waren 10 Beichten. Und warum nimmst du eine traurige als letzte? Ich habe einfach nur gescreenshot, ich hab das nicht angeordnet. Ich kann das nicht so gut wie du, du Stück Scheiße. Mein ehemaliger Crush wollte beim Schlittschuhfahren laufen, meine Hand halten, hab abgelehnt. Das ist voll traurig. Da war einmal die Chance, dann ist man so, nein, weil man sich nicht traut. Alter, was ist PTSD, weil ich hatte mit 14 oder 15 hatte ich auch ein Date. Ich glaube, wir waren im Apple Store, weil sie ihr Handy repariert hat und beim Rausgehen habe ich nach ihrer Hand gegriffen und sie so... Oder war es vorbei? Also, dann, wir waren dann noch 2 Stunden unterwegs oder sowas, aber irgendwie war es dann auch gut. Meinst du, war ein Reflex von ihr? Sieht mal nachher aus dem Hand nicht dumm? Weiß ich nicht. Was ist manchmal so, dass man einfach so. Wenn sehr sie mich nicht haben will, dann hat sie Pech gehabt, ne, Freunde? Ist ja echt so, oder? Die hat doch voll Pech gehabt. Guck mich mal an. Ich weiß nicht, Josh, ob du dich da in die 2000 Fenster lehnst. Und die Moral von der Geschichte, Leute: Jesus war 0G. Jesus war 0G. Der war weder geimpft noch genesen noch getestet. Jesus war 0G. Und wenn Jesus das kann, dann können wir es doch auch, oder? Also wo ist das Problem? Warum brauchen wir Gs? Stimmt. Obwohl eigentlich war schon 3G, nämlich gepeitscht, geschleißelt, gekreuzigt. Ja, nicht witzig. Okay. Boah, letztens habe ich auch einen Kommentar hier bekommen unter einem Video, ne? So, CEO, ich fand dich mal sympathisch, weil ich gesagt habe, so, ihr sich nicht impfen lässt, wirkt für mich automatisch schon mal ein bisschen dümmer. Ist eine harte Aussage, ich weiß, ist auch nicht fair, so. Aber es ist ja nicht so, dass sie es wirklich sind, es wirkt ja nur so, Freunde. Es ist ja nur eine subjektive Einschätzung. Kann man es nicht verstehen, aus meiner Sicht so ein bisschen so ja. Nein, kann man nicht verstehen, wenn man Impfgegner ist. Ja, natürlich nicht, was denn sonst. Ja, aber ist ja auch okay, man muss ja nicht immer. Immer so, informiert euch umfassend. Leute sagen dann, sie haben sich umfassend informiert und sind zu dem Schluss gekommen, nee, ich lass mich nicht impfen. Das Problem ist, dass das meistens aber dann wirklich die Leute sind, für die ist das Wort wissenschaftlich ein Schimpfwort. Könntest du das Wort Wissenschaft definieren? Weißt du, was das ist? Nein. Das Wort Wissenschaft ist die geordnete Förderung von Wissen durch das Anwenden der von Francis Bacon im Jahr 1700 irgendwas festgelegten Methoden. Experimente müssen immer basieren auf den 3 Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Ich weiß, was ist das? Ich weiß nur, dass es so wichtig ist, dass man zuerst eine, wie heißt es nochmal, bevor man eine Studie macht, brauchst du zuerst eine Annahme, dann machst du die Studie, genau. Guckst, was rauskommt. Nicht eine Studie machen und dann, das war die Annahme. Und weißt du, wie man das nennt? Falsifikationsprinzip. Alles stimmt so lange, bis es widerlegt wurde. Auch beziehungsweise anders, kann man auch andersrum denken dann, ne? Aber du stellst die These auf, andere versuchen sie zu widerlegen, dass sie schaffen, dann ist wohl die Wahrheit. Ja. Du kannst auch sagen, alles ist falsch, so lange, bis es bewiesen wurde, dann ist es wahr. Bis jemand daherkommt und was anderes beweist, dann ist das wieder wahr. Wo ich sagen muss, ich habe schon natürlich auch ein Bauchgefühl und wenn dann heißt was wie... Also dieser Bias, dieser Blablabla-Bias, wie heißt es nochmal, wenn man eine Studie macht und man hat jetzt so ein Bauchgefühl, dann klar guckt man ein bisschen schon, dass man... Also mal angenommen, ich gehe jetzt raus und meine Annahme ist, der Himmel ist blau. Ja. Dann muss ich schauen, dass es objektiv ist. Wie mache ich das? Ich muss schauen, dass das nicht nur ich so sehe, sondern dass das alle anderen Menschen auf dem Planeten auch so sehen. Dann ist es nämlich objektiv. Und wenn das meine subjektive Ansicht ist und alle anderen sagen, aber nee, der Himmel ist grün oder gelb oder was auch immer, dann ist was es ist, nicht objektiv. Was ist, wenn 70% sagen ja, 30% nein? Meistens passiert es tatsächlich so, dass je größer du deine Gruppe machst, an der du das untersuchst, desto eindeutiger wird das Ergebnis. Ich meine, der Himmel, dass der blau ist, ist relativ eindeutig, ne? Oder zumindest, der hat immer dieselben Farben, je nachdem, welche Tageszeit ist.
ist. Das kann man relativ schnell herausfinden und auch objektiv machen, dass halt wirklich jeder rausgeht und sagt, wenn er als Mensch so dieselben Voraussetzungen hat, zum Beispiel nicht farbenblind ist, dann sagt er, der Himmel ist blau. Reliabel, das muss immer so sein. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, jetzt ist er blau und in 5 Minuten ist er plötzlich rot oder sowas. Das geht auch nicht. Und es muss valide sein. Das heißt, du musst beweisen können oder du musst belegen können, wie du zu dem Ergebnis gekommen bist. In dem Fall, du gehst raus, hast nach oben geschaut und es gesehen. Das war jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel, ne? Aber zum Beispiel bei einem wissenschaftlichen Experiment, wo du halt einen Corona-Impfstoff zum Beispiel testest oder sowas, da musst du auch diese Kriterien einhalten. Da musst du also schauen bei der Objektivität, dass nicht nur du einfach der Meinung bist, es wirkt, sondern dass alle der Meinung sind, es wirkt. Vom Prinzip her, ne, Nein. Freunde? Aber deswegen wissenschaftliche Studien sind deutlich schwerer zu fälschen, als glaube ich viele annehmen. Aber wenn du halt das Ganze also anzweifelst generell so und wenn du die Tagesschau anzweifelst, wenn du jede Zeitung anzweifelst, außer die Bild, dann ja, was willst du machen? Dann ist natürlich so, alles gekauft. Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass halt für viele Leute ist Wissenschaft irgendwie so ein Schimpfwort, weil die sich darunter nichts vorstellen können. Die denken dann an irgendwelche Kittel, Menschen, die halt so irgendwelche Sachen zusammenmixen in ihrem Labor. Ich lese ja oft sowas wie, wenn es weitergeht, dann bye Deutschland. Ich bin so, das hat nichts mit Deutschland zu tun. Ja, das ist ja überall. Egal, wo hinreist, überall ist Corona. Wenn die jetzt Lockdown machen, dann ziehe ich aus. Ja, viel Spaß. Wohin? Wo ist denn kein Lockdown zur Zeit? So, klar, im Land nach Portugal gehen, da ist alles easy. Nee, aber im Moment, zwar gab auch Zeiten, was. Okay, jetzt reicht's aber langsam. Leute, so, dann bis dann. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war Beichten mit Wissenschaft am Ende. Warum auch immer. Bis dann.